Ja, Mahlzeit, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Flohmarkt-Video. Ja, ein ganz entspannter Familienflohmarkt dieses Mal, auf dem es aber irgendwie ungewöhnlicherweise viele Fakes mal wieder gab. Das gucken wir uns gleich mal genau an, können wir mal kurz drüber quatschen, ne, wenn ihr wollt. Ein paar schöne Schnappis gab es auf jeden Fall, werdet ihr gleich sehen, ne, von Nintendo bis PlayStation und Sega, irgendwie von allem etwas dabei. Ja, lehnt euch zurück und genießt die neue Folge. Zeit, dürfen wir schon? Ach so, hier. Muss ja eine annehmen. Dann siehst du ja so schon, dass das faul ist. Da. Ach so, Film, wollte gerade sagen. Ja, er sammelt doch nur Pappe. Das? Mhm. Nee, da nicht. Pappe. Ja, ja, sehr gut. Ich? Wenn dann Pappe. Hast du Preise immer drauf oder wie machst du das? Teils, aber ist auch VW alles. Ja. Das sind amerikanische hier, oder sind das Kurier? Das müssen deutsche sein. Ich aber auch von gut. Achso, das ja, das ist glaube ich niederländisch. Das habe ich. Nee, das ist aber amerikanisch, oder? Es wurde gesagt, dass niederländisch ist, kann sein. Ach, wer weiß. Wer weiß. Ich hab ohne vom Flohmarkt. Achso, hast du selber gekauft. Ja, ja, verstehe. Hast du die immer nicht drin, oder? Nur die guten Spiele habe ich rausgenommen quasi. Achso, was nimmst du denn dafür jetzt zum Beispiel? Zwacken. Zwani. Ja. Aber wie gesagt, ist alles kein Flohmarkt. Ja. Und bitte hier? Ah, das hatte ich eigentlich für 70 Euro. 70? Das zählt noch. Achso, ja, stimmt, die gerade jetzt. Ja. Ja, ah, ja, ja, okay. Also das habe ich gar nicht gesehen. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Bitte? Ich habe leider die Trommeln vergessen. Sonst würde ich es mit der Trommel nur verkaufen. Das müsste ich eigentlich rausnehmen. Ich habe die Trommeln einzeln, deswegen, weißt du? Ja, aber bring mir nicht, weiß ich. Ja. Ja, verstehe ich. Die hast du auch rausgenommen, ne? Ja. Was kosten die? 40 bis 50. 50 und 40? Ja. Na, das ist hier Fake, wa? Nee, das ist amerikanisch, oder nicht? Oder ja, ist aber, ja, das ist Fake. Ach, aber hallo. Ich habe das auch auf Flohmarkt gekauft, wollte es spielen und da habe ich gesehen, dass es das siehst du halt, was, du siehst es halt zum Beispiel. Ich hätte gedacht, dass es eine USA-Version ist. Und dann sieht man hier, guck mal hier, die Rundung vom Aufkleber passt zur Rundung von der Stanzung. Hier passt es gar nicht zum Beispiel. Auch hier, das siehst du, guck mal hier, Nintendo-Logo, wie das aussieht. Ja, ich hätte leider keinen Vergleich gehabt. Okay, gut, so ist es, danke. Das ist nicht. Was willst du für das? 20. Okay. Ach, schade. Ich wollte das nämlich selbst spielen, dann komme ich zu Hause an. Ja, es wird funktionieren, aber nur auf einer amerikanischen Konsole wahrscheinlich. Oder wenn du umbaust sogar. Ja, was kosten die hier immer so? Bitte oder Sonne? 12. Ja, auch zwei beide. Okay. Und da, darf ich da mal schauen, ob du da bist? Ja, ist aber auch fake hier, außer das Blaue. Und was kostet das Blaue? Das wollte ich denn mit der Repro-Verpackung verkaufen hier. Ach so. Ich jetzt auf 45 angesetzt. Ah, nee, okay. Das ist nix. Das ist nix. Hast du noch was Schönes? Mit nur schwarze Süß. Okay. Was war jetzt 40, 50 hast du ja dabei? Ja, okay. Ja. Gut, weiß ich erstmal Bescheid. Danke erstmal, ja? Gut, ciao. Ja, so Game Over. Das ist diese Lampen, die ich auch schon habe. Mhm. Was kostet denn die Lampe bei Ihnen? Wo sitzt sie denn überhaupt? Ja, hier. Ah, ah. Ich wollte nur sagen, das Kabel gehört hier noch dazu. Deshalb klebt das jetzt noch. Oh, jetzt war dann der Fall. Genau, 5 Euro. Ein 5er? Bei euren 3 in Ordnung? 4? Na gut, 4. Super. Hätte ich mal 2 gedacht. Bist. Bitte schön. Super, vielen Dank. Ja. Ja, danke, ciao. So, an dem Stand gab es jetzt diese Game-Over-Lampe hier, so eine kleine Pixel-Lampe. Ne? Da habe ich auch schon ein paar andere von. Ne? Ich glaube, ich habe euch schon mal gezeigt, eine Star-Wars-Lampe habe ich davon.
Dann habe ich die von PlayStation mit diesen PlayStation-Logos drauf. Finde ich immer ganz schmuck zum Hinstellen und so. Und da mein Zimmer jetzt sowieso die nächsten Tage irgendwann umgeräumt wird, wird das wahrscheinlich einen schönen Platz bei mir finden. Dann können wir mal ganz kurz ein paar Worte zu dem Stand davor verlieren. Ihr habt gesehen, ne? Er hatte da Mario Party 3 fürs N64. Er sagte zu mir, das ist die englische Version. Man hat aber sofort gesehen, dass das Fake ist, ne? Ist ihm dann auch aufgefallen, beziehungsweise hat er sich von mir sagen lassen und mir geglaubt. Ist halt immer so die Frage, was passiert, wenn es nachher jemand wirklich kauft? Ist es dann wirklich so, dass er da keine Ahnung von hat? Oder ist es eher so, ja, er wird es irgendwie drauf ankommen lassen oder so? Das ist halt immer eine schwierige Sache, ne? Er hatte ja auch so ein paar Pokémon-Spiele, bei denen wusste er komischerweise sofort Bescheid, dass es Fake ist. Deswegen, bin ich mir da nicht mehr so ganz so sicher, ob die Leute dann auch wirklich ehrlich sind. Ich kann es natürlich nur hoffen, ne? Ich will auch gar nichts unterstellen oder so, um Gottes Willen. Ich kann es einfach nur hoffen. Ihr könnt ja gerne mal in die Comments schreiben, vielleicht habt ihr ja da irgendwie schon mal Erfahrungen gemacht, dass ihr bei einem Händler wart, habt dann ganz normales Spiel gekauft, ihr wurdet nicht darauf hingewiesen, dass das eine Repro oder ein Fake ist und habt dann zu Hause festgestellt, scheiße, ich habe hier irgendwie Mist gekauft oder so. Und ja, und dann ist halt auch mal noch die Frage, ob der Händler das dann zurücknimmt. Ne? Wie gesagt, wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt, schreibt es gerne mal in die Comments und ja, jetzt geht's weiter auf den Flohmarkt. Mahlzeit. Hi. Na hier? Nee. Nee? Du musst da passen oder nicht? 170 Euro, eieiei. Das ist aber auch. Sieht man auch nicht mehr so oft, glaube ich, wa? Genau, da ist auch mit drin, mit Pokéball-Guard, alles Anleitung. Welche Größe ist denn das Ding? Größe 3XL. Genau. Das passt. Was ist mit dir los, Alter? Mit dir hoch. Nee, hier ist er zu eng. Eklär. Ich sag nur gestern, ne? Ruhig. Warte. Wo ist denn, ist das T-Shirt schon getragen oder wo ist das da? Das hatte ich einmal angehabt, ja, aber das passt mir leider jetzt nicht mehr so unbedingt, deswegen... Machst du hier noch was am Preis, der Klinik-Shirt? Für 3 Euro? Naja, dann... Würde ich dir das abgeben. Dann bin ich da und das ohne dann so zusammen finden wir. Nee, nee, können wir nicht machen, nee, können wir nicht machen. Das, nee, war Spaß. Das tut weh. Ah, der Tag läuft. Reinpacken? Sehr oder? Gerne, ja. Weil der keine Packmaus. Okay, danke, ja. Ciao, ciao, gleichfalls. So, ich würde sagen, sehr, sehr schönes T-Shirt. Guck mal hier, Jurassic Park. Kann ich auch mal kurz ein bisschen so zeigen. Jurassic Park T-Shirt. Sieht sehr, sehr cool aus. Gab es jetzt für 3 Euro in der passenden Größe tatsächlich. Ich glaube, es ist auch kein Primark-Müll oder sowas, sondern es ist tatsächlich irgendwie, also hier drinnen steht auch nochmal Jurassic Park drauf, ne, das seht ihr. Also es scheint wahrscheinlich schon irgendwie was Offizielles zu sein. Ja klar, das wird wahrscheinlich deshalb nicht besser produziert. Aber wie gesagt, ich finde es geil für 3 Euro. Da habt ihr gesehen, der Pokémon natürlich auch Spaß, nur gesagt, ne? Nicht, dass ihr wieder denkt, um Gottes Willen, warum wollt ihr so hart runterhandeln? Nein, nein, nein. Der Pokémon hat schon seine Berechtigung, war aber natürlich viel zu teuer für mich. Was soll ich damit? Ja, gut, weiter geht's zum nächsten Deal. Geiles T-Shirt. Zieh ich nächstes Mal bestimmt im Video an. Hallo. Okay. Ja, eine Kiste. Komm her, ist da halt drin von denen. Die, sind die vollständig? Ja, ich hab mal gleich mal fragen, was die kosten. Was kosten denn ihre Spiele hier, wenn man mal fragen darf? 10 Euro. Jeweils, ja? Ja. Ja, das geht auch hin. Was ist das? Achso, Japanisch. Japanisch. Oh, ja, die hier unten liegen, die sind auch jeweils 10. Oh, das ist auch nicht original. Ja. Ja. Wenn man ein paar mehr nimmt, ob man da was machen kann, meinen Sie? Ja, bestimmt. Das ist ja schon mal gut. Dann suchen wir mal raus, was mich interessiert. Und dann werden wir sehen, ob wir was machen können. Kriegen wir bestimmt so. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da müssten sie mal sagen, was sie da, ob sie da irgendwie noch. Das wären 70, machen wir 65. Ah, nee, da komme ich. Da, ich war eher so beim 5er pro Stück ungefähr. Ja, das ist ein bisschen wenig. Okay. Also 60 für alle, aber das ist mein absolutes Minimum. Okay, naja, gut, okay, dann wäre ich weiter raus. Das wäre mir dann wär zu viel. Bei ihm ein einzelnes hier, wollen sie da irgendwie. Machen wir 8. Sechse? Naja, 7. Ja, na dann. Ja, okay, da machen wir 7, bitte. Okay. Okay. Ja, hier bei den beiden 14? Komm. Dass wir ein paar 7 gemacht haben. Ja. Super. So, dann vielen Dank, ja? Dankeschön. Tschüss. So, an dem Stand gab es jetzt auch nicht so richtig was Besonderes. Nur eine Kleinigkeit. Einmal Rise hier fürs Mega Drive. Ne? Sie hat auch noch ein paar andere Spiele da gehabt.
Die waren vom Preis allerdings nicht so cool. Auch hier die 7 Euro war jetzt kein super Schnappi oder so. Ich habe es einfach mitgenommen, weil ich dachte, komm, das ist komplett. Das sieht auch noch richtig gut aus. Auch da in dem Körbchen, habt ihr wieder gesehen, lag so ein, ja, so ein Fake Pokémon Gelb mit drin. Sehr, sehr offensichtlich, dass es Fake war. Ne? Das erkennt man bei den alten Dingern ja meistens immer an den Covern und so. Da würde ich aber gar nichts unterstellen oder so. Überhaupt nicht null. Das ist einfach wahrscheinlich so dieses typische 90er, 2000er Ding. Man fährt halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ins Ausland oder so und sieht da für die Kinder irgendwie ein Spiel, was die unbedingt haben wollen. Ist auf einmal spottbillig und nimmt es dann auf einmal mit. Ne? Das war früher halt so. Ich kenne das noch von mir selber. Da gab es dann irgendwie mal aus Polen oder so, gab es dann VHS-Filme, die alle abgefilmt waren. Ich als Kind habe das gar nicht gewusst. Aber die waren da halt billiger, ne? So ist das halt nun mal. Ja, wie gesagt, würde ich da nicht unterstellen, aber wie gesagt, es lag wieder ein Fake rum und ja, ich finde es momentan schlimm, wie viele davon tatsächlich rumliegen. Ist mir auf diesem Markt besonders aufgefallen. Eieiei. Oder? Ja, das sieht ja mehr aus. Ganz komisch aus. Oh. Habt ihr mal Preise drauf hier bei euren Spielen oder wie macht ihr das? Nee, bei mir nicht. Nee? Was da drüben so. Hast du ein besseres Gedächtnis als er, meinst du? Nee, aber kommt seriöser. Ach so, na ja, klar. Was ohne Preis ist seriöser oder mit? Mit. Ja. Bei ohne kann man ja bei dem einen sagen, jo, den mag ich, der kriegt. Aber bei ohne fragt man immer noch nach. Weil wenn mit ist, kann manchmal schon sein, dass die Leute abwinken und ja, weitergehen. Das ist, ja, aber besser als wenn dann man da hinten so von wegen ja, 35 bei dem anderen Schuss. Hey Freunde, nur mal ganz kurz in eigener Sache, wenn ihr irgendwie Spiele oder Konsolen oder was auch immer so ein bisschen dazugehört zu dem Hobby loswerden wollt und ihr sagt, ey nee, die anderen Plattformen im Internet, die sind mir einfach viel zu anstrengend, dann habe ich für euch immer so eine kleine WhatsApp-Nummer eingerichtet, da könnt ihr mir gerne mal ein paar Bilder schicken, wenn ihr wollt, schreibt ganz kurz dazu irgendwie was zum Zustand, funktionieren die Sachen oder nicht, dann auf jeden Fall irgendwie eine Preisvorstellung dazu und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht irgendwie zusammenkommen, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, ein paar Sachen von euch aus der Community zu kaufen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja. Oh. Halt, oh scheiße, die Hülle, Alter. Ja, heute runtergefallen, leider. Ist heute passiert? Ja. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ja, ärgerlich. Ne? Ja, ich glaube, über vorne, ja. Das ist ein Toni, irgendwie, was ist denn hier los? Hallo. Kriegst du nicht hin? Nee, das bin ich hier auch runtergefallen, oder was? Ja, die. Spiele sind ja mit Final Fantasy noch der Fall. Aber der ist zum Glück nicht groß, wie was passiert. Wie sieht es bei dir mit Preis aus? Du hast jetzt hier, was steht, 45 und 35? 89, ja. Ja. Ist noch was? Musikrekorder. Oh, wahrscheinlich. Oh. Wahrscheinlich nicht. Was hast du dir denn vorgestellt? 80 ist eigentlich. Ja, ich weiß es nicht, das musst du, das am besten, wenn du vielleicht was sagst. 75? Gegen 5 Worte? Ja, nee. Die Hülle da bei dem Einwechsel? Nee, ich glaube, 5er wäre mir nicht. Ich weiß halt jetzt nicht 100%, was die normalerweise kosten, leider. Ich weiß, dass das jetzt keine super Billo-Spiele sind, das weiß ich, aber ich weiß nicht. Dann machen wir 70, dann bin ich 10er runtergegangen. Bei 2 Spielen. Mein Angebot, aber dann auf Maximum 60. Wegen der Hülle, weißt du, weil also, das sind ja schöne Spiele, das sage ich auch ja nicht. Aber du musst halt, also du willst halt auch für so ein Spiel auch eine schöne Hülle dann wieder haben. Und die halt zu kriegen, also eine schöne Hülle. Ja, aber 20 Euro runtergehen wäre ein bisschen zu viel. Ja, verstehe ich auch. Pass auf, wir machen was dazwischen. Du sagst 65 ist 60, machen wir was dazwischen. Aber was wäre denn dazwischen? Na, 62,50 theoretisch. Aber Kunde ist König, 62. Ja. Ja, willst du machen? CDs habe ich schon angeguckt, das sieht halt dann süd aus. Ich hab's passender als passend. Hast du sogar passend. Perfekt. Passender als passend. Danke sehr. Juti, danke dir, ja. Dann viel Spaß damit, ne? Jo, danke, danke. Juti, vielen Dank, ja. Danke dir. Ciao, ciao. So, auch geil hier. Guck mal, pass mal auf, habt ihr gesehen, jetzt gab es zwei schöne PlayStation-Spiele und zwar Breath of Fire 3 gab es hier für die PlayStation 1. Bis auf die Hülle, wirklich schöner Zustand. Ne? Die Hülle muss auf jeden Fall getauscht werden. Die hat es auf jeden Fall hinter sich. Es ist ja halt, wie ich es im Video auch schon gesagt habe, super schwer dafür eine vernünftige Hülle zu bekommen. Denn ich sag mal, gerade so ein Spiel, was auch ein bisschen teurer ist, sage ich jetzt mal, da willst du schon eine schöne Hülle für haben und nicht irgendwie so ein zerkrasstes Teil oder so. Bei Breath of Fire 4 jetzt hier genau das Gleiche. Ne? Auch sehr schöner Zustand, kannst du nicht meckern. Hier ist die Hülle, ja, Gott sei Dank ganz geblieben. Hier ist nicht viel passiert mit. Seht ihr auch hier, ne? Das sieht wirklich noch vernünftig aus. Beide Spiele sind übrigens komplett mit Anleitung, ne? Habe ich, bevor ich es vergesse zu sagen, aber das habt ihr glaube ich auch im Video gesehen, konnte ich jetzt mitnehmen für
62 Euro waren es, glaube ich. Ne? Und ja, ich glaube, vorher der Preis waren 45 von 35. Also 80, denke ich, ist gar nicht mal so verkehrt für die beiden Spiele. Auch da habt ihr gesehen, ne, ganz am Anfang an dem Stand, auch da lagen wieder Pokémon-Spiele rum. Die haben wir erstmal aufgemacht und da wurden, also wenn mindestens die Cover wurden neu gemacht. Die haben dann natürlich nicht nachgefragt nach den Spielen. Aber auch da merkt man, okay, das war auch nicht ganz in Ordnung, beziehungsweise auch wieder so ein bisschen, ja, ein Fake, auch wenn das Cover mal getauscht wurde. Wie gesagt, ich bin da immer skeptisch. Ich weiß aber nicht, was die Leute dann machen, wenn man das wirklich kauft. Ob die dann sagen, ey, pass auf, das und das habe ich neu gemacht. Klar, für jemanden, der nur zocken will, ist das nicht schlimm. Aber für die Leute, die dann sagen, ey, ich will mir das in eine Sammlung stellen, weil ich das als Kind auch hatte, da ist das vielleicht schon mal ein anderes. Übrigens, der nächste Deal ist wieder im Twitch-Livestream entstanden. Gerne mal reinfolgen bei mir auf Twitch. Ne? Kostet nichts, aber nicht dreimal die Woche live. Mittwochs, freitags und sonntags. Sonntags sogar zweimal. Einmal live vom Flohmarkt und dann abends nochmal mit den Funden. Wie gesagt, kostet nichts. Gerne mal reinfolgen und beim nächsten Mal dabei sein. Hallo. Darf ich da mal schauen? Der gute Verbandskasten. War Kalle, die alte Pizza. Es tut mir leid, ich würde auch mal Pizza einlösen. Das Feischkuchen ist komplett Feischkuchen. Wir haben beides zusammen. Feischkuchen. Geht auch. Was kostet der denn? Diese? Der hier. 60. 20. Und der hier? 50. Kann man mal probieren, ja. Ja, ist auch nicht passende Batterien. 35, ne? Hm? Okay. Hierfür haben wir nicht die passenden Batterien. Nee. Kannst du noch was machen beim Preis? 30, nein. Das ist nicht meine von meinen Kollegen. Nee, das sind alle 60. Komplett, alle komplett, alle komplett mit Spielen. Ja, was ist. Eine Spiele 10 Euro. Aber der einzeln nicht, oder was? Das sagt 60. Danke. Ein Spiel 10 Euro, aber Gameboy 60. Danke. Aber noch ein. Okay, nee, das ist nichts. Ja, ist mir ein bisschen zu viel leider. Hm? Bisschen zu viel leider. Okay. Ja, aber danke. Was machst du, kannst du hier was machen beim Preis? Diese Putsch. Hä? Mit Spiel. Kannst du was machen beim Preis oder nicht mehr? Hm? Kannst du einen besseren Preis machen bei dem oder nicht? Welche? Hallo? 40? Was sind 30? Nee, 40. Oder? Das ist nicht meine von einem Kollegen. Bist du auch von Kollege hier? Ja. Ja. Gesagt, der letzte Preis ist 40. Oh. Dann lass uns 35 machen. Bis Mitte. Okay. Ja, kann ich die Anleitung dazu haben, die wir da haben? Nee. Von dem, das Heft von dem Spiel? Okay. Na gut. Hast du 5 Euro? 3 Euro, Papuch. Guck mal hier, kann ich das mit dazu? Guck mal, das ist das Heft hier dazu, guck mal. Okay. Ja? Okay. Alles klar. Super, ich danke dir, ja? Ciao. So Leute, und das war jetzt auch nochmal ein sehr, sehr schöner Fund zu einer relativ späten Zeit tatsächlich schon. Und zwar gab es einen Game Boy Pocket in Blau. Ne, seht ihr hier, Zustand eigentlich ganz okay. Die Scheibe, ja, meine Güte, die hat schon ein bisschen Kratzer abbekommen, aber eine Scheibe lässt sich ja mal relativ leicht austauschen. Wichtig ist, Batteriedeckel ist mit dabei. Dann seht ihr, das Spiel ist hier auch mit dabei, Super Mario Land 2. Da habe ich schon geguckt, da ist leider die Batterie nicht mehr in Ordnung. Muss erstmal die Batterie ausgetauscht werden. Aber die Anleitung war immerhin mit dabei, ne? Die konnte ich dann doch noch mitnehmen. Ich glaube, beim ersten Mal, wo ich gefragt hatte, war das auch so ein bisschen, ja, hatte nicht so richtig verstanden, was ich meine, glaube ich. Ich habe den ausprobiert, den Game Boy Pocket. Er funktioniert. Man muss allerdings an den Kontakten hinten schon ein bisschen was machen. Ihr seht selber, irgendwas ist da mal reingelaufen. Ganz, ganz merkwürdig. Muss auf jeden Fall sauber gemacht werden. Aber wie gesagt, funktioniert hat er. Ich habe ihn zum Laufen bekommen. Auch der Ton haut hin. Ja, da kannst du nicht meckern. Und ey, jetzt habe ich hier insgesamt 35 Euro bezahlt mit dem Spiel da hinten. Ich glaube, das war ein richtig, richtig guter Kurs. Könnt ihr gerne mal in die Kommis schreiben, welcher Deal für euch heute der Deal des Tages war, wo ihr sagt, jo, da hätte ich auf jeden Fall auch zugeschlagen. Richtig cool. Dann auf jeden Fall, Freunde, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben für das Video da lasst. Ne? Ihr wisst ja, das hilft mir immer sehr. Ja, und dann gerne auch hier auf YouTube mal ein Abo da lassen, denn dann verpasst ihr kein neues Flohmarkt-Video mehr. Ey, und da würde ich sagen, sehen wir uns 100% im nächsten Video wieder.